Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Must Know History. Auf der Welt gibt es 254 verschiedene Flaggen. Diese haben meistens eine tiefere Bedeutung und eine Entwicklung von Jahrhunderten hinter sich. Heute stelle ich euch 5 davon vor und vielleicht kann das sogar eine Serie werden. Außerdem entschuldige ich mich jetzt schon mal für einige Aussprachen. Wenn ich etwas falsch ausspreche, gerne in die Kommentare. Fangen wir an mit dem Land, in dem wir alle leben und groß geworden sind, zumindest die meisten von uns, Deutschland. Die deutsche Flagge hat eine lange Geschichte hinter sich und geht zurück bis zum Jahr 1832 in die Zeit des Hambacher Fests. Wie wir sie heute kennen, mit den drei Balken in Schwarz, Rot und Gold, steht sie für die Schwärze der Knechtschaft, aus der durch blutig rote Schlachten das goldene Licht der Freiheit erreicht werden sollte. Genau gesagt hatten Freiwillige ihre Kleidung mitgebracht und falls sie nicht schon schwarz war, war sie einfach zu färben. Das Gold steht dabei für die Messingknöpfe, die an den Anzügen angebracht waren, und Rot war die Abzeichenfarbe, die bewusst als Erkennungsmerkmal genutzt wurde. Diese Farbkombination ist aber nicht zum ersten Mal auf der deutschen Flagge. Schon auf der Flagge der Burschenschaft, deren Gründung in 1815 war, erkennt man die schwarz-rot-goldene Kombination. Schon beim Wartburgfest in 1817 hatten sie Kokarden an den Anzügen in den Farben der deutschen Flagge, wie wir sie heute auch noch kennen. Diese Farben finden sich bei denen wieder, die ein geeinigtes Deutschland mit Einigkeit, Recht und Freiheit haben wollen. Die drei Wörter kommen euch wahrscheinlich bekannt vor, nämlich aus der Nationalhymne. Dazu kann man eigentlich auch noch eigene Videos machen. Außerdem gab es noch andere Deutungen für die drei Farben der Flagge. Schwarz, wie die Nacht, in der die deutschen Länder schlafen. Rot, wie das Morgenrot. Und die Hoffnung auf eine andere bzw. eine bessere Zeit. Gold wie die strahlende Sonne und die Gegenüberstellung der Schwärze, also der Nacht, also der Herrschaft der Fürsten. Im ersten Parlament auf deutschem Boden, in der Frankfurter Nationalversammlung, in 1848 werden die schwarz-rot-goldenen Flaggen aufgehängt. Nach dem Scheitern der Revolution ist sie teilweise in manchen Ländern sogar verboten. Unnötige Nebeninformation, ein kleiner Flex, ich habe letztens eine LK-Klausur dazu geschrieben und eine 2 bekommen. In einer Umfrage zur Gestaltung der Flagge gaben jeweils ein Viertel an, sie wollen die schwarz-rot-goldene Kombi, und ein anderes Viertel, sie wollen die schwarz-weiß-rote Kombination, die wir aus einer anderen deutschen Epoche kennen. Eine andere schwarz-weiß-rote Flagge ist die Flagge der Weimarer Republik. Das Schwarz und Weiß sind die Farben Preußens, die wir auch auf der preußischen Flagge haben. Und Rot ist die Farbe der Hansestädte. Diese zwei Wahlen hatten auch nochmal eine Bedeutung hinter sich. Der Preußen der größte Staat und die Hansestädte die kleinsten Städte im Deutschen Bund waren. Dabei gibt es in Deutschland auch andere Flaggen unter den Bundesländern, zum Beispiel wie Bayern. Diese haben die Flagge vom Symbol der Wittelsbacher übernommen. Oder die Flagge von Berlin, die Kraft und Stärke symbolisiert und die Farben von Brandenburg nimmt. Die Flagge gab es natürlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg in der BRD und der DDR. Auf der Flagge der DDR wurde nur ein Ehrenkranz und ein Hammer und Zirkel hinzugefügt. Der Hammer und der Zirkel sind wahrscheinlich Einflüsse der Sowjetunion, die auf der Flagge ja den Hammer und die Sichel haben. Dazu ist noch die Flaggenfarbe im deutschen Grundgesetz festgeschrieben. In Artikel 22 Absatz 2 heißt es, die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold. Jetzt gehen wir zu einer Flagge, dessen Farben nicht festgeschrieben sind. Aber dieses Land ist trotzdem ein Nachbarland von uns. Es ist nicht Dänemark, es ist auch nicht Polen, nein, es ist Frankreich. Ihre Flagge ist nicht so wie die deutsche vertikal und trägt die Farben Blau, Weiß und Rot. Weiß ist dabei die Farbe des Königs gewesen und Blau und Rot die Farbe von den Parisern bzw. vom Volk. Die typische Anordnung der Farben der Flagge sind bestimmt vom Maler Louis David oder auf Französisch Louis David und haben eine Bedeutung. Das Volk, was außen mit Blau und Rot ist, schränkt den König, der in der Mitte weiß ist, ein. Ebenfalls hatten die Niederländer, zu denen wir in einer anderen Folge noch kommen werden, ihre Flagge schon auf allen Weltmeeren und da haben sich die Fastnachbarn so ein bisschen dran inspiriert. Ausgedacht wurde sie von Marquis de Lafayette, einem französischen General in der Französischen Revolution von 1789. Dies ist ein Symbol für die Verbundenheit vom Volk und König und steht heute noch für ein vereinigtes Frankreich. Während dem Sturm der Bastille am 14. Juli 1789 wurde diese Trikolore auch als Erkennungszeichen genutzt. Dazu ist sie verbunden mit dem bekannten Leitspruch der Revolution Liberté, Égalité, Fraternité. Weiß steht dabei für die Freiheit, Blau für die Gleichheit und Rot für die Brüderlichkeit. In 1794 wurde sie dann als offizielle Flagge der ersten Republik genutzt. Mit der Rückkehr der Monarchie der Bourbonen wurde die Trikolore von 1814 bis 1830 ersetzt. Der bekannteste Bourbone ist euch wahrscheinlich ein Begriff, auch wenn ihr nicht geschichtsinteressiert seid. Es ist der Sonnenkönig Ludwig XIV. Der drei glorreichen Tage, also am 27., 28. und 29. Juli 1830, trugen die Republikaner auf den Barrikaden die ehemalige Fahne als Zeichen der Rebellion. Außerdem wurde es zu einem Erkennungsmerkmal gegen Karl X. In den 1970er Jahren gab es eine Änderung vom Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing zum Königsblau, damit man sich der EU-Flagge anpasst. Am Vortag des französischen Nationalfeiertags, am
Am 13. Juli 2020 änderte es Macron zurück auf die alte blaue Farbe. Dies hat wahrscheinlich historische Gründe und wird als L'effet du Prince oder auf Deutsch die Tat des Prinzen bezeichnet. Dies wurde sogar erst verschwiegen und ein Jahr später, im Juli 2021, bekannt gegeben. Davor gab es den Pavillon Royal als Flagge, also eine weiße Fahne mit goldenen Lilien. Das sollte manchen von euch bekannt vorkommen, nämlich gab es eine spätere Version und eine kleine Abänderung zu einem blauen Hintergrund. Dabei trägt es kein Staatswappen, obwohl der Heraldik lange als Wappenwesen galt. Der Heraldik ist nicht mal eine französische Erfindung und Nutzung. Länder wie Portugal, die Slowakei oder auch Spanien nutzen sie. Und zu denen kommen wir auch jetzt. Die spanische Flagge trägt die Farben Rot und Gelb in horizontaler Anordnung. Links haben sie ihr Staatswappen, welches in der Mitte drei Lilienblätter hat, als Symbol für die herrschenden Bourbonenkönige. Das Schloss links oben symbolisiert das kastilische Königreich und der Löwe, spanisch León, rechts daneben symbolisiert die Region Kastilien-León. Die rot-gelben Streifen unten links stehen für die Region Aragon und das Kettenmuster daneben steht für die historische Region Navarra. Stellvertretend für Granada wurde unten in der Mitte eine Granatapfelpflanze hinzugefügt. Die Schlaufen mit dem Spruch plus ultra, was auf Deutsch immer weiter heißt, wickeln sich um die Herakles-Säulen. Dieser Spruch war auch Leitspruch in der Eroberung Lateinamerikas im Jahr 1492. Die heutige Farbkombination Rot-Gelb-Rot wurde von Karl III. In 1785 eingeführt. Dies hatte den Vorteil, dass man auch sehr gut sichtbar war, und so konnte man nicht die eigenen Männer mit den Gegnern vertauschen. Eine Legende besagt, dass das Rot für das vergossene Blut der Stiere steht und das Gelb für den Sand in den Stierkampfarenen. Eine andere Legende behauptet, dass das Gelb für die Sonne steht und das Rot für das vergossene Blut der Spanier. Die Farbe Rot wird als Symbol für das Blut noch sehr oft in der Geschichte der Flaggen vorkommen. Die heutige Flagge Spaniens war ab dem 19. Dezember 1981 eingeführt worden. Dabei gehen die Farben zurück auf die mittelalterliche Zeit, genauer gesagt in das Jahr 1230, wo schon die Farben Spaniens rot-gelb waren. Die rot-gelbe Staatsflagge wurde wie bei den Franzosen im Aufstand erhoben. Diesmal war es aber in 1936 unter General Franco, der euch wahrscheinlich ein Begriff ist, gegen die nordafrikanische Zentralregierung, die von Sozialisten, Kommunisten und Anarchisten gebildet wurde. Als Franco dann 1939 schließlich wieder an der Macht war, wurde die Flagge erneut eingeführt. Dazu wurde ein Wappen mit einem schwarzen Johannesadler hinzugefügt und über die Jahre immer größer gemacht. Als Franco dann 1975 starb, ließ man die Silhouette des Adlers da als ein Andenken. Am vorhin genannten Datum, den 19. Dezember 1981, gab es eine erneute Änderung der Flagge, genau gesagt des Wappens. Die Flagge blieb gleich, nur wurde die Bourbonenkrone dazugegeben. Bei der EM 2012 gab es sogar ein kleines Missgeschick mit der Flagge und einen großen Streit, der dadurch ausgebrochen ist. Die Trikots zeigten zwar ein Lilien-Symbol, aber das der Franzosen. Die Tageszeitung ABC machte neuen Fehler aus und so endete es Trikotsponsor Adidas direkt. Bei der nächsten Flagge befinden wir uns wieder in einem sehr warmen Gebiet mit sehr vielen schönen Stränden, aber diesmal nicht im Westen, sondern im Südosten Europas, nämlich Griechenland. Die griechische Flagge hat dabei die Farben Blau und Weiß und ist in gestrichelter horizontaler Form und hat ein Kreuz oben links. Blau steht dabei für das Meer und den Himmel und das Weiß für die Reinheit des Kampfes um die Unabhängigkeit. Das Kreuz stellt die christliche Tradition Griechenlands dar, die vor allem durch die orthodoxe Kirche geprägt wird. Die Flagge soll Gottes Weisheit, Freiheit und das Land symbolisieren. In der Vergangenheit gab es dazu aber mehrere Variationen mit dem Blau. In der Regierungszeit von König Otto I. wurde ein Mittelblau eingesetzt, welches auch auf der bayerischen Flagge zu erkennen ist. Die Krone auf der Flagge gehört höchstwahrscheinlich auch zu dem Haus der Wittelsbacher, also dem Adel, dem König Otto I. zugehört und die vorher schon die Inspiration für die bayerische Flagge gewesen sind. Die griechische Militärjunta hatte von 1967 bis 1974 ein Dunkelblau eingesetzt. Das aktuelle Flaggengesetz bestimmt dabei ein Hellblau. Das hat die Flagge nur in Streifen. Das wurde nicht einfach so draufgemalt, sondern es hat auch eine Bedeutung. Sie sind zurückzuführen auf den Leitspruch der griechischen Befreiungskriege, Eleftheria e Thanatos. Dieses heißt übersetzt Freiheit oder Tod. Dazu gibt es noch zwei weitere Erklärungen oder Bedeutungen hinter den neuen Streifen. Das griechische Wort Eleftheria, was Freiheit bedeutet, hat 9 Buchstaben. Die dritte Bedeutung ist, dass die 4 Streifen für die 4 Himmelsrichtungen stehen und die 5 für die Teile des Mittelmeers. Im antiken Griechenland gab es keine Flaggen, aber Symbole, die verwendet worden sind. Flaggen gab es nur zum Notfall, so wurde zum Beispiel mit Rot ein Angriff signalisiert. Unter der Kaiserdynastie der Palaiologen wurde im 14. Jahrhundert eine Flagge mit einem Kreuz und ein B in jeder Ecke benutzt. Der doppelköpfige Adler wurde unter Michael dem 8. Palaioloros das Symbol des Reiches. Während der griechischen Revolution von 1821 bis 1829 verwendete man ein blaues Kreuz auf weißem Grund. Die heutige Flagge war damals aber nur die Kriegsflagge für die Seestreitmächte. Ab 1828 wurde die Flagge auch auf zivilen Schiffen verwendet. Für eine lange Zeit wehten aber 2 Flaggen über Griechenland.
die Kreuz- und die Streifenflagge. Aufgrund der Bedeutung der Seefahrt für Griechenland wurde ab dem 18. August 1970 die Streifenflagge für die nationale Flagge anerkannt. Die Kreuzflagge wird trotzdem nicht ausgelassen und so wird sie bei griechischen Paraden zum Beispiel verwendet. Jetzt haben wir eine kleine Rundreise in Europa gemacht und gehen mal etwas mehr in den Osten, nämlich in den Iran. Die iranische Flagge hat dabei drei Farben in horizontaler Anordnung, nämlich grün, weiß und rot von oben nach unten. Das Grüne symbolisiert den Islam, das Weiße den Frieden und die Freundschaft und das Rote den Mut und wieder mal hier das vergossene Blut. Diese Farben lassen sich durch die lange persische Tradition bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Alle zusammen als Trikolore sah man dabei aber erst 1906. Im Zentrum der Flagge befindet sich das Hochheitszeichen des Iran oder auch Tawhid genannt. Am inneren Rand der beiden farbigen Streifen gibt es jeweils 11-mal den Schriftzug Allahu Akbar, was übersetzt Gott ist am größten bedeutet. Insgesamt gibt es so 22 Schriftzüge, welche auf die islamische Revolution am 22. Tag des 11. Monats im iranischen Kalender, dem 11. Februar 1979, verweisen. Entworfen wurde sie von Hamid Nadimi und der Führer der Revolution, Grand Ayatollah Khomeini, stimmte dieser Flagge zu. So wurde sie am 29. Juli 1980 angenommen. Wie in fast allen Ländern in dieser Liste wurde sie auch in der Verfassung erwähnt. Dabei symbolisiert sie außerdem auch die Ersetzung der 2500 Jahre alten Monarchie mit der iranischen Revolution 1979. Die Perser verwendeten dabei schon in der Antike Flaggen als Symbole. In der alten Hauptstadt im Südosten der Wüste Lut wurde eine kleine Metallflagge gefunden, die aus dem Jahr 3000 vor Christus stammt, was sie zur ältesten Flagge der Geschichte machen würde. Bei den Symbolen auf den Flaggen findet man immer wieder Löwen und Sonnen. Das soll es auch wieder mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dies so ist und ihr mehr davon sehen wollt, gerne liken, abonnieren, kommentieren, Vorschläge, Fragen, Kritik, alles ab in die Kommentare und die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft auch keine Geschichtsvideos mehr verpassen sollt. Gerne auch meinen zweiten Kanal MC auschecken, da wird unregelmäßig mal Content von meinem eigenen Leben kommen. Und da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal Masno History. Tschüss!